Ah ja, Bubu, und dann ist gut. So wie gesagt, wir zocken jetzt noch eine Runde Just Cause und dann Just Cause und dann ist gut. Oh yeah, that's nice. It's easy nice. Ja. So sieht das nämlich auch aus. Weiter. Bayer. Hey, Mich Sheldon! wundert nur gerade, dass die Grafik. Ja, Servus Apotheker, ja, Servus, grüß dich. Servus, geh, Servus, geh. Dass die Grafik hier, Ah. Das ist das Problem. Jetzt ist es Vollbild, sehr schön. So, jetzt ist es Vollbildnis. Jetzt ist es Vollbild. Enrico! Ah, ich hätte wissen müssen, dass du überlebst. Was brauchst du? Ja, du hast die Ravello und Flo ins Ohr gesetzt. Und Costa del Porto wird in Kürze die volle Wucht seiner Enttäuschung zu spüren bekommen. Ja, geht Ich so, ne? dachte, das interessiert Wie dich gesagt, ich und dachte deinen jetzt so ein Kumpel bisschen spät noch vielleicht. abends ein bisschen zocken. Danke, Sheldon. Mario, bist du da? Ich hab's gehört. Wir treffen uns vor der Stadt. Wir treffen uns vor der Stadt, hat er gesagt, ja. Vor welcher beschissenen Stadt eigentlich? Er sagte immer, wir treffen uns vor der Stadt, ja. Aber Stadt ist doch noch eigentlich hier, irgendwo. Da normalerweise. Eigentlich da, er hat gesagt, wir treffen uns vor der Stadt. Wenn er sagt, wir treffen uns vor der Stadt, müsste es doch eigentlich da sein, oder nicht? Normalerweise ja. Und selbst bei dir so, was geht bei dir so? Bei dir auch alles fresh, tight und so. Aua, das ist der Weg. Wir zocken mal ein bisschen Just Cause am Abend, noch ein bisschen. Kann man ja mal machen am Abend so ein bisschen. Meter, Alter. Ich weiß, Moment, was. Was ist mit dem Reh kaputt? Ja, zieht ja einfach mal ein Reh hinterher. Möp. Einfach mal hinterher. Du kommst doch aus dem Stadion. Ach, hast du das Spiel heute gesehen oder was? Ja. War doch, glaube ich, gerade Dortmund. War doch Dortmund spielt, glaube ich, ne? Heute, oder? Mach ich doch. Oh mein Gott! Mein Crash! Aber er hat gesagt, wir treffen uns vor der Stadt. Er meint vor der Stadt. Welches vor der Stadt meint der Typ denn? Das ist immer Neatur, so. Das ist eine Herausforderung, so. Aber die meint er ja eigentlich gar nicht. Oh, interessant, was man so alles machen kann damit. Sehr interessant. Oh. Das war nicht ganz so mein Plan. Lassen Sie mich gehen. Sorry, ich wollte nur ein Motorrad haben. Sorry, ich wollte nur ein Motorrad haben.
Ich glaube, ich trotzdem noch welches. Ah, früher gerade da vorne, sagt er. Alles klar. Da vorne zeigt das doch endlich mal an. Wird ja langsam mal Zeit. Ich habe die ganze Zeit schon gesucht, wo ihr anzeigt. Alter, wie fahre ich denn gerade, Alter? Wingsuit! Wurde gesagt hier? Er hat doch gerade noch Garage angezeigt, wieder mich verkackeiern. Wo jetzt nun? Er hat gerade noch Garage angezeigt. Ah. Das Hessen Derby, ja, okay. War ich meine Mods da nicht drin? Ich hatte doch auch Mods. Was habe ich hier noch abgeschlossen? Das habe ich abgeschlossen, genau. Und Stunt Driver, genau. Ist aktiv, alles klar. Aber irgendwo soll ich doch auch hier noch die Karte. Habe ich doch hat er mir auch gesagt, ich soll hier irgendwo auf die Karte. Er hat mir noch gesagt, ich sollte mich irgendwo mit ihm treffen. Aber wo? Er sagte vor der Stadt. Dann war ich vor der Stadt. Ist er trotzdem nicht da? Der will mich doch mal gar keiner, der Typ. Er meinte, dass ich soll in den Wagen bringen, den ich gerade gehabt habe. Dann bringe ich noch einfach den kleinen Wagen, den Kastwagen hier. Ah, jetzt hört er an. Weg. Hier ist Frigos Garage. Jetzt hört er mir Frigos Garage nach. So weit hin. Föppi, Poppy, was geht bei dir? Grüß dich, altes Haus. Weg. Ja, gut, aber irgendwie bringt mich das in der Story selbst nicht wirklich weiter. Nö. Irgendwie ist das blöd. Das Ganze ist so ein bisschen blöd gestaltet, aber gut. Wegmund setzen. Fahr mal rein, ja, fahr Papa. Ja, sonst soll ich mir ein bisschen anders anklingen. Jetzt spreche ich aber gerade über das Headset-Mikrofon. Also nicht so besonders jetzt. So. Ja, ich dachte einfach mal so ein bisschen. Wow. Alter, hätte fast nicht geklappt, ey. Bisschen watschen hier, bisschen noch am Abend noch ein bisschen zocken hier. Kommt halt mal ganz gut. Uns mal da hoch, wa? Uhu! Und einmal nach oben! Mal keine Zorn hier. Hier ist das Waffensignal, aber. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Der hat irgendwie keine Mission mehr für mich. Muss ich jetzt die ganze kleine Piss-Mission machen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt weiterläuft. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie so ganz lassen sie mich noch so ein bisschen im Regen stehen hier. Ja, ein bisschen. Hey, Rico. Du bist mein Held. Ja, danke, dass ich dein Held bin, aber irgendwie bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Aber noch so sicher. So kann ich noch hin. So, hier geht's die Dings. Ja, okay. Helikopter-Wahnsinn, da geh ich mal hin. Schau ich mal in der K. Haben Sie irgendwo ein Auto für mich?
Natürlich nicht. Das ist merkwürdig. Ich weiß bei Gott nicht, wo ich hin soll. Aber gut, dann nehmen wir halt ein bisschen was ein. Machen wir diese eine Mission da nochmal. Jetzt hier schick es. Habt ihr mal ein Auto für mich? Ja, habt ihr ein Auto für mich. Dann nehmen wir halt das Auto, das ist gut. Damit düse ich jetzt einfach voll durch die Gegend durch. Juckt mich mal so gar nicht, ist eh alles durcheinander hier, also ist das scheißegal. Das haben wir doch eh schon eingenommen, oder? Ja, aber er sagt doch Helikopterwahnsinn. Wir schreiben uns vor der Stadt, hier ist nichts vor der Stadt, hier ist doch gar nichts. Ja. Filter. Tja. Machen wir mal Helikopterwahnsinn, mir ist scheißegal. Perfekter Parkplatz. Jo, voll die Wand eingerissen, Alter. Voll einfach die Wand eingerissen, Alter. Guck uns einfach nicht. Ja, okay, da war ich nicht hin. Glaube ich auch nicht hin. Nein, kriegst du nicht. Du kriegst kein Autogramm von mir. Niemals. Autogramme gibt's nicht von mir. Das ist da oben, ist mal Helikopterwahnsinn, alles klar. Leuchtturmexplosion klingt aber auch interessant. Leuchtturmexplosion klingt aber irgendwie schöner. Das ist so, klingt so ein bisschen nach Bum Bum und so. Das ist doch viel, viel geiler, Alter. Auf jeden Fall. Ein bisschen Exposition ist doch immer schön. Das ist doch viel, 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 viel cooler. Schnell hoch da. Rico, Dima hat die hier gebastelt. Sie benutzen die Fahrzeuggeschwindigkeit zum Aufladen. Dann explodieren sie. Ich weiß nicht, ob das so sein soll, aber es ist ideal, um die Ravellos Truppen hochzujagen. Willst du es mal testen? Crash Bombe! Alles klar, mal gucken, wo wir das hinkriegen. Hier, du siehst kein Bild, das ist schlecht. Bild sollte aber da sein. Bild sollte auf jeden Fall da sein. Guckst du mit der Xbox oder was? Das kann natürlich gut möglich sein, dass es da ein bisschen buggy ist vielleicht.